Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ja, ihr seht's, ich stehe bereits im Wohnzimmer. Es ist Montag, es ist sehr früh, es ist noch nicht mal 6 Uhr. Ich möchte heute ein bisschen was schaffen, so im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wir haben uns ja gestern, praktisch am Wochenende jetzt, komplett mal so weit erholt, dass wir halt gar nichts gemacht haben. Das hat dem Rücken auch ganz gut getan, auch wenn diese lange Erholung meistens dafür sorgt, dass ich erst wieder ein paar Schmerzen habe, wenn es dann losgeht. Das ist jetzt auch der Fall, allerdings nicht so schlimm wie letzte Woche. Ja. Und jetzt bin ich halt hier. Ich muss mich bewegen, ich muss ja den Rücken schulen und die Muskulatur aufbauen, weil das Schlimmste, was passieren kann, wäre natürlich, wenn jetzt die Muskulatur sich weiter abbaut, dadurch, dass ich halt nichts mache. Dann heißt das, dass die Bandscheiben, also die Wirbelsäule, weniger unterstützt ist und die Gefahr für einen neuen Bandscheibenvorfall dann deutlich erhöht ist. Ja. Und dementsprechend ist weiterhin das Projekt hier weitermachen. Ihr seht ja hier im Hintergrund, da müssen jede Menge Fisseln von Tapeten entfernt werden. Hier die Wände müssen befreit werden von den Tapeten. Ja. Und dann muss natürlich der Boden im Gästezimmer gemacht werden, die 5 Quadratmeter Vinyl noch verlegen und ja, Silikonfugen machen im großen Hauptbad und Acryl und Silikon oben. Dann müssen wir noch ein paar Leisten schleifen und ja, solche Geschichten halt. Da werde ich mich jetzt die Woche über drum kümmern. Schwiegereltern kommen nachher auch und wollen hier auch noch ein bisschen unterstützen. Ich wollte dann mit Schwiegervater zusammen mal meinen Schreibtisch angucken. Den haben wir ja damals hierher geholt mit den Nachbarn zusammen. Das ist ein großer, massiver Eichenschreibtisch und wir wollen jetzt mal schauen, ob man den nicht auseinanderbauen kann, weil ich denke, das wird schon eine Möglichkeit geben, den auseinanderbauen zu können, weil alle Möbel, die damals zu der Zeit entstanden sind, die haben eigentlich überall immer Verschraubungen oder Leisten, Klemmleisten und sowas, dass sie halt zusammengehalten werden. Und ja, ansonsten wird es schon doch recht schwierig, dieses schwere Teil nach oben zu bekommen. Es könnte eventuell sein, dass es dann nicht klappt. Also wenn wir den nicht auseinandergebaut bekommen, also wir würden das ja sowieso jetzt nicht, also ich würde es sowieso nicht hochtragen können, selbst wenn es jetzt auseinandergebaut ist. Aber ja, je nachdem, wie kleine Teile, also wenn es ganz, 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 ganz kleine, leichte Teile sind, dann können wir das, kann ich das natürlich, können wir das hier zu zweit, zu dritt natürlich machen. Allerdings, ja, ich denke, das wird eher nichts werden. Das Problem ist, wenn wir den gar nicht auseinanderschrauben können, dann wird es wohl so sein, dass wir den auch generell mit 4, 5, 6 Mann dort nicht diese kleine Treppe hochbekommen. Das wird auf jeden Fall schwierig, weil er ist schon sehr schwer. Ja. Naja. Und ansonsten wollen wir dann mal schauen, unter dem Schreibtisch, da liegen noch so dicke Bohlen. Die wollen wir wahrscheinlich dann aufarbeiten und für die Treppe nehmen. Das habe ich euch ja schon mal erzählt, dass dort links und rechts noch 2 Bretter als Auflage kommen und ja, in die dann halt die gedrechselten Rundstäbe eingelassen werden, wo darauf dann später der Handlauf aufliegt. Das heißt, die wollten wir eigentlich kaufen, aber das ist sogar noch ein richtig gutes, besseres Holz, was dort liegt. Nur halt auch ein bisschen mehr von der Stärke her, deswegen müssen wir das Ganze mal anschauen. Das können wir allerdings auch erst machen, wenn wir wissen, wie wir den Schreibtisch dort wegkriegen, denn der steht dort aktuell noch drauf. Naja, ich würde sagen, ich will gar nicht so viel reden hier zum Anfang des Vlogs. Wir sehen uns dann später. Also bis später, ciao. So Leute, ich bin gerade mal im Bad gewesen und habe jetzt jemanden gefunden in der Badewanne. Wahrscheinlich hat sich die kleine Spinne verirrt, draußen vom Schacht durch den Abfluss hier hoch, weil ja der Siphon aktuell von der Badewanne wahrscheinlich nicht mehr mit Wasser gefüllt ist. Und so wird die sich wahrscheinlich den langen, langen Weg dort durch dieses lange Rohr, also das ist ja echt eine Geschichte. Ihr wisst ja, was ich hier gegraben habe. Das ganze Rohr wird die wahrscheinlich entlang gekrabbelt sein und wird dann in der Badewanne rausgekommen sein. Ja, und hat dann jetzt ganz verängstigt dort in der Badewanne gesessen. Ich habe erst überlegt, mache ich das Fenster auf und lasse sie dort raus. Es ist allerdings sehr kalt gerade im Moment und deshalb werde ich jetzt mal kurz in den Keller runtergehen und werde sie dann dort mal freilassen. Ich denke, das ist die ideale Umgebung. Ja, schön. Gut,
liebe Leute. Ich mache dann mal weiter und wir sehen uns später. Ciao. So. Ja, hier unten habe ich sie jetzt gerade freigelassen. Jetzt kann sie hier ihres Weges krabbeln und sich irgendwo ein Versteck suchen. Na, hier unten gibt es schon Artgenossen. Habe ich gerade schon gesehen, dass sich dort was bewegt hat. Sollen wir mal gucken, wo die... Ja. Naja, auf jeden Fall ist die Spinne denn jetzt hier in Sicherheit. Und ja, ich kann mal rüberleuchten. Da hinten kann man dann jetzt auch die Tür zur Scheune ist auch auf. Das sieht man jetzt vielleicht schlecht. Dort vorne, da kann sie dann auch hin. Ja. Und wir gehen wieder raus. Wieder hoch ins Häuschen. Und werden jetzt gleich erstmal das Tor aufmachen, damit die Schwiegereltern später dort rein können. Und ja, dann werde ich mal gucken, womit ich heute anfange. Mir ist nämlich gerade auch noch aufgefallen, ich habe meine Schmerztropfen nicht mitgenommen. Ich habe bis jetzt zwar noch keine genommen, aber ich habe sie leider nicht dabei. Ach Mann. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich Schmerzen bekomme, muss ich Ibos nehmen. Oder ja, Iboflam habe ich noch hier. Ja, ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. Aber ich will es ja sowieso nicht so wild machen. Ich passe ja auf. Ich mache ja nur ganz vorsichtig und langsam. Und sobald irgendwie ein bisschen schmerzmäßig was kommt, also sich ein bisschen krasser entwickelt, mache ich ja auch dann Pause und höre dann auf. Also ich denke mal, wir werden sowieso kein Schmerzmittel brauchen. Ja. Ach ja. Die Container, habe ich, weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, die werde ich heute abholen lassen. Alle drei. Also, beziehungsweise ich sage Bescheid, dass sie die Container abholen können. Alle drei, dann werden wir noch einen Restmüllcontainer bekommen, noch einen neuen. Einfach, ja, falls Sarah zwischendurch mal Lust hat, schon draußen die Verschläge so ein bisschen zu entrümpeln. Und halt auch für den ganzen Kram dann für den Umzug. Kartons, Verpackungskram oder halt auch Zeug, was man beim Umzug merkt, das ist halt Schrott, das brauchen wir nicht mehr, das kann dann alles dort rein und dann ist gut. Ja. Wir sind ja auch am Überlegen, ob wir vielleicht noch Sperrmüll anmelden. Wir haben ja noch die große Couch. Die werden wir ja mitnehmen hierher. Allerdings ist ja damals mal, dass Minka da hin und wieder mal drauf gepinkelt hat und deswegen muffelt die und ist auch recht fleckig und ja, die sollte jetzt eigentlich dann auch auf den Sperrmüll. Kann auch sein, dass wir die eventuell für dieses Jahr noch für den Sommer über praktisch in die Gartenlaube stellen, so dass man dort halt dann sitzen kann und alles gemütlich und dann vielleicht im Herbst dann sehen, dass wir die dann auf den Sperrmüll geben. Ja. Naja, auf jeden Fall werde ich in dem Zuge auch mal einen von diesen Asbestsäcken holen. Ich habe ja am Samstag dort die Scheune sauber gemacht und habe dann gesehen, dass dort noch ein, zwei so halbe Quadratmeter so Asbestplatten standen. Und die würde ich ganz gerne wegtun. Und generell möchte ich auch mal sehen, wie groß diese Säcke sind. Wir müssen ja in der Waschküche die Decke, das ist ja auch noch Asbest, das wisst ihr ja, die werden wir dann auch noch rausnehmen. Und ich will mal gucken, ob das vielleicht alles in diesen Sack reinpasst. Ich meine, das ist jetzt kein großer Aufwand, diese Decke dort abzuschrauben. Die Asbestplatten, die sind weder direkt verschraubt mit Schraublöchern, die liegen auf Metallschienen auf. Das heißt, man braucht die nur nass machen, also natürlich Schutzkleidung tragen, nass machen, dann die Metallschienen abschrauben und kann die im Ganzen dann direkt in den Sack legen. Na, so dass das schon mal wenigstens raus ist, damit man anschließend dort nochmal komplett alles klinisch, staubfrei putzen kann. Und dann ist die Geschichte mit der Decke dort dann auch schon durch, weil ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt damit warten, dann bleibt die wahrscheinlich dann drin, weil dann steht da schon die Waschmaschine drin und alles und dann fängst du auch nicht mehr wieder an, weil ja, zu 1 Million% kann man halt nie ausschließen, dass bei solchen Arbeiten hier und da mal so ein paar Asbestfasern im Staub landen und das geht dann in, weißt du, das will ich dann ja jetzt nachher wegputzen, aber das
Das ist natürlich logischerweise, wenn dort eine Waschmaschine und die ganzen anderen Sachen alle stehen, dann hast du immer eine Ecke, wo halt noch Staub bleibt. Deswegen muss das vorher erledigt werden. Ja. Ich quatsch viel zu viel, der Vlog wird viel zu lang. Ja, ich will jetzt erstmal was schaffen. Also bis später. Hallo Leute, ich glaube, ich habe heute noch gar keine Begrüßung gemacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ihr glaubt gar nicht, was heute passiert ist, ey. Ich kann ja mal rüberschwenken, dann seht ihr es vielleicht so ein bisschen. Seht ihr das, wie nass das hier überall ist? Mir ist heute echt eine Dummheit passiert. Ich habe heute Fußleisten gekauft. Und habe dann gedacht, die mache ich dann oben im Gästezimmer ran und wollte dann in dem Zuge, weil dieser Leistenkleber, den wir für die Räume vorgesehen haben, der kostet halt über 40 Euro die Kartusche. Und die Kartuschen, die wir noch haben, die brauche ich eigentlich noch. Und da habe ich gedacht, dann spare ich ein bisschen Geld und nagel die Leisten dort an. Ja, nur war dann diese eine schwierige Ecke, weil dort die Heizungsrohre langlaufen. Und da hatte ich dann in der Mitte eine Leiste und oben eine breite Leiste. Und dazwischen liefen die Heizungsrohre. Und dann wusste ich nicht mehr genau, welche Höhe das war. Und habe mich dann dummerweise dafür entschieden, ein bisschen Glücksspiel zu machen. Und habe dann im Kinderzimmer gemessen, wie dieser Abstand der Leisten dort unten ist. Und habe dann auf Verdacht hier auf der Ecke angefangen, die Leisten anzunageln, habe mir das dann zurechtgeschnitten und alles. Und ja, in dem Moment ist dann praktisch beim ersten, oder besser gesagt, beim ersten Nagel. Also den zweiten habe ich schon gar nicht mehr ganz, also habe ich im Vorfeld schon gar nicht ganz drin gehabt. Und weil der direkt ins Leere ging und dann bin ich halt noch ein Stückchen weiter hoch und habe dann den zweiten Nagel reingemacht und ja, den habe ich dann durch. Da war ich durch den Gipskarton. Da habe ich gedacht, gut, da konnte ich noch ein bisschen bewegen. Da habe ich gedacht, ist jetzt hier eine Leiste, ja oder nein? Aber dann war direkt ein Widerstand. Und da habe ich gedacht, ah, das wird die Leiste sein. Passt auch vom Messen her und machst du jetzt mal einfach. Ja. Den Nagel reingehauen. Und dann war sofort, wo ich den Nagel reingehauen hatte, der Widerstand praktisch direkt wieder weg. Da habe ich gedacht, oh nein, bitte nicht. Ja. Und dann habe ich die Leiste weggezogen, weil ich dann schon wusste, ich habe das Heizungsrohr getroffen. Ja, und dann habe ich die Leiste weggezogen, habe noch gehofft, oh, bitte, 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 bitte. Und dann habe ich wo der Nagel dann aus dem Rohr raus war, dann. Und dann ist es schön. Von innen ging die Verkleidung. Dann habe ich das schnell unten aufgeschnitten und habe dann notdürftig ein Klebeband drauf gemacht, was dort auf der Fensterbank lag. Das hat aber nicht gehalten. Leute, das war ein Kampf. Und dann habe ich hier gesessen, auf dem Boden gelegen da oben und habe dann einen Finger drauf gehalten und habe jetzt überlegt, wie machst du das jetzt? Das kannst du ja, du kannst es nicht so lassen. Also wenn du jetzt einfach das Wasser laufen lässt, das ist auch doof. Ich meine, in der Ecke hier nicht schlimm, da ist keine Mineralwolle und nichts und das Holz ist ruckzuck wieder trocken. Also es ist auch, sind auch ungefähr 2 Liter sind über den Boden reingelaufen und hier runter getropft, deswegen ist es ja auch so nass. Aber Leute, na, wem habe ich dann erstmal geguckt? Habe ich dann erstmal den Finger drauf gehalten und habe mir dann nochmal in Ruhe durchgelesen, in welcher Reihenfolge muss ich denn jetzt was machen, damit ich nichts falsch mache. Und mein Hauptgrund war halt, ich musste erstmal überlegen, gehe ich jetzt zuerst mal den Strom abschalten. Weil dort in der Nähe ja auch eine Steckdose ist, das Wasser ist halt nach vorne raus
Und die Steckdose, da läuft auch kein Kabel lang. Und die Steckdose, die geht halt ein ganzes Stück oben dann raus. Also die hätte auch nichts abgekriegt, aber sicher ist sicher. Nur war ich mir dann nicht sicher, wenn ich den Strom sofort abschalte, mache ich dann die Heizung kaputt? Muss ich die vielleicht erst runterfahren oder wie auch immer? Ja, und dann habe ich mir das alles erstmal durchgelesen, wenn ich da auf dem Boot gelegen habe. Also Gott sei Dank für im Handyzeitalter, sonst hätte ich dann... Aber ich hätte wahrscheinlich auch dann, in der Reihenfolge, wie ich es mir gedacht habe, war es schon richtig. Also man kann die Heizung auch einfach Strom weg und dann runter, Druck ablassen, fertig. Ne? Und dann am besten den Vor- und den Rücklauf schließen, also zumindest den Vorlauf. Oh, naja... Auf jeden Fall, ja, 2 Liter Wasser ungefähr sind reingelaufen. Die sind auch direkt hier durchgetröppert. Ist nichts kaputt gegangen, ist alles gut. Ich musste 2 Platten nochmal losnehmen. Die Fotos kann ich euch ja hier noch einblenden. Und da werden wir jetzt am Donnerstag einfach 2 Gipskartonplatten wieder rankleben. Und dann wird das nochmal mit einem Tapetenstück überklebt. Und dann sieht man da nichts mehr von. Und dann werden die Leisten angeklebt. Sowas aber auch, ey. Vor allen Dingen, man weiß es besser und man denkt sich so, ja, ich komm, ey, ich riskier's jetzt einfach mal. Keine Ahnung, war eine mega Dummheit, aber ich kann mir auch nicht erklären, warum ich mich dann letztendlich für die Variante entschieden habe. Naja, auf jeden Fall habe ich dann, während ich dort noch gelegen hatte und dann war ich dort ja schon wieder, nachdem ich die Heizung abgestellt habe und so weiter, habe ich dann den Klempner angerufen und habe gesagt, ja, hier, mir ist da leider ein Malheur passiert. Hätte nicht passieren müssen, aber ist jetzt nun mal. Ne, können Sie mal die Tage vorbeikommen und gucken, dass wir das wieder hinkriegen. Ist jetzt nicht so viel Aufwand, muss ja nur eine Muffe drauf und dann muss die Heizung wieder in Betrieb genommen werden. Ja. Hat er gesagt, gut, ja, können wir versuchen. Sind Sie denn die Woche über da? Oder wann sind Sie denn da? Und dann meinte ich so, ja, heute bin eigentlich die ganze Woche da. Sagte, wollte er morgen dann Leute vorbeischicken. Ja, versuchen. Ne? Und dann habe ich mich dort auf den Boden gelegt, habe dann die Verkleidung abgemacht und auch mir ein bisschen weiter und war dann dort am Werkeln. Und dann plötzlich ruft er mich nochmal an, ja, sind Sie gar nicht mehr beim Haus? Da war nämlich ein Kollege vorbeigekommen schon und der stand hier vor der Tür, der hatte aber keinen Schlüssel, weil der andere Kollege, der das hier mit seiner Kolonne gemacht hat, der ist jetzt aktuell woanders. Ne? Und dann bin ich dann runter und dann, oh Gott sei Dank, dann hat er das hier jetzt repariert, hat nicht mal eine halbe Stunde gedauert und die Heizung läuft jetzt wieder, die Sache ist wieder dicht, es ist wieder alles in Ordnung. Ich bin aber immer noch verdammt aufgeregt. Also sowas muss nicht sein. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich auch gleich Feierabend machen. Also ich kann euch ja mal zeigen, was heute sonst noch geworden ist. Ich habe heute Morgen Klickvinyl. Wenn man Klickvinyl verlegt, muss der Boden sehr eben sein. Also keine Steinchen und so weiter drin. Keine kleinen Unebenheiten oder halt auch keine besonders krassen Mulden, weil sonst das Klickvinyl durchbricht, wenn man dann nicht aufpasst beim Drüberlaufen. Und dementsprechend habe ich dann heute Morgen das Badezimmer nochmal geputzt und habe dann mit tiefem Grund hier das behandelt und bin dann losgefahren, habe nochmal Fliesenkleber geholt und habe dann nochmal, hauptsächlich ging es um diesen Bereich hier. Hier war eine kleine Vertiefung drin, so 4 mm, 5 mm und man soll nicht über 3 mm gehen. Ja, und das habe ich dann hier nochmal angespachtelt und hier vorne war auch nochmal so eine kleine Kante. Na, das habe ich heute geschafft. Dann war ich, wie gesagt, erstmal unterwegs, habe mich dann darum gekümmert, habe dann Material geholt, habe dann unter anderem auch einen Riegel für hier vorne geholt, für die kleine Schublade hier, also für das kleine Fach, für die Hausschuhe. Habe ich mir dann so einen Riegel dann direkt mitgenommen. Da gehört dann, ich lege das mal lieber hier hin, da gehört dann auch dieser Knauf noch drauf. Ich denke, das ist dann vor dem Hintergrund der gelben Tapete ganz cool. Ja, wie gesagt, die Fußleisten dann geholt, weil das wollte ich dann fertig machen, weil eigentlich wollte ich dann morgen dort das Bett aufbauen, damit wir anfangen können, dort... Ja, auch Kartons reinzustellen und so weiter. Also, dass ich dann immer mal einen Karton mitnehme mit Klamotten oder was weiß ich. Na, dann ist halt jetzt das passiert. Na, dann habe ich noch gekauft 2 Übergangsleisten. Die sind jetzt auch ein bisschen nass geworden, sieht man vielleicht. Ja, sieht man auf dem Bild jetzt nicht. 2 hatte ich. Eine zum Kleben, eine zum Schrauben.
Und ich habe jetzt einfach mal noch zwei neue zum Schrauben genommen, weil der Boden sich ja je nach Temperatur auch ausdehnen wird. Und dementsprechend wollte ich das nicht kleben, weil das würde sich dann irgendwann mal lösen. Ja. Aber mehr ist nicht geworden, liebe Leute. Ah, so ein Unfug, ey. Naja. Aber ich werde jetzt trotzdem gleich Feierabend machen. Also es ist jetzt um 3. Aber dadurch, dass ich jetzt dort so eine Aufregung hatte, auch mit dem dort auf dem Boden liegen und sowas, jetzt tut der Rücken halt weh und ich brauche halt eine Pause. Also mir sitzt der Schock noch ein bisschen in den Knochen, obwohl nichts passiert ist. Man ärgert sich und man ist auch ein bisschen wütend auf sich selber, weil man halt eigentlich so eine komische Aktion nicht macht und dann ganz plötzlich doch noch denkt, ah, ja, ich riskiere es dann mal. Ich weiß nicht, was manchmal in meinem Kopf dann vor sich geht. Also es ist schon eigenartig. Ja. Gestern habe ich ja auch nichts weiter mehr gefilmt. Ich habe gestern 4-mal das ganze Bad geschrubbt, habe dort noch überall Klebereste fürs Silikonisieren abgemacht und alles nochmal picobello sauber geschrubbt. Der Boden ist jetzt auch schon wieder ein bisschen staubbedeckt. Aber die Wände alles mehrmals geschrubbt. Das hat den ganzen Nachmittag gedauert, weil ich muss ja auf meinen Rücken aufpassen. Ja, das können wir auch silikonisieren. Das war eigentlich der Plan für heute. Aber ist jetzt ja leider nicht geworden. Durch diese ganze Aktion. Naja, gut. Liebe Leute, genug gequasselt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Und dann starten wir wieder frisch durch und dann filme ich auch ein bisschen für euch. Also bis dann. Ciao. Herzlich willkommen am Donnerstag. Ja, ihr seht, ich bin beim Haus. Es ist jetzt auch schon etwas später, denn die Schwiegereltern waren heute hier und wir haben jetzt ein bisschen was gemacht. Das zeige ich euch gleich. Ja, gestern habe ich gar nichts gefilmt. Ich zeige euch aber, was ich gestern gemacht habe. Ich konnte nichts filmen, weil ich so vertieft war in der Arbeit und ich die ganze Zeit die Hände voll hatte mit Silikon. Deswegen konnte ich auch keine Kamera bedienen oder so nebenbei. Ja, und das war eine sehr fummelige, sehr langwierige Arbeit. Deshalb habe ich das Ganze einfach nicht gefilmt. Ja, und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt einen kleinen Rundgang durchs Haus. Und ja, dann würde ich tatsächlich sogar in dieser Woche den Vlog an dieser Stelle eventuell schon beenden. Ganz genau weiß ich es nicht. Vielleicht kommt dann auch noch am Sonntag ein kleines Nachtragsvideo oder so. Aber ich denke mal eher weniger. Denn wir wollen jetzt morgen hier beim Haus übernachten. Wir kriegen ja am Samstag Besuch. Freunde kommen aus der Heimat. Dann wollen wir halt morgen hier übernachten. Am Samstag dann mit den Freunden dann hier Zeit verbringen, das Haus zeigen und so weiter und so fort. Geburtstag feiern und ja, im Anschluss daran fahren wir dann heim und dann machen Sarah und ich dieses Jahr ein ganz gechilltes Osterfest mit ganz gechillten Familiensachen und überhaupt kein Stress und vorm PC sitzen, zocken, keine Ahnung. Und ja, dementsprechend müsst ihr das entschuldigen, würde ich dann diese Woche oder würden wir das dann diese Woche so machen, dass wir einfach den Vlog dann jetzt hier heute schon an der Stelle beenden und ich mache das dann fertig und kann mich dann halt praktisch komplett auf das Osterwochenende freuen und brauche jetzt nicht irgendwie noch
im Hinterkopf haben, so flexibelmäßig, so wenn wir jetzt sagen, wir wollen doch noch von Samstag auf Sonntag hier übernachten, dann geht das halt nicht, weil dann muss ich das Video ja noch schneiden und ja, ich weiß halt dementsprechend auch nicht, wie lange die Gäste bleiben und vielleicht sagt man dann nachher, nö, ich habe jetzt keine Lust noch reinzufahren, wieder in die Stadt, wir kriegen ja eh keinen Parkplatz und so weiter. Also nur um dort flexibel zu sein, würde ich das dann mal so handhaben. Ja, gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein kleines bisschen durch. Hier sieht man, wir haben schon jede Menge Zimmerpflanzen hier stehen und man sieht auch schon, ich habe heute den ersten Küchenschrank ausgepackt, sodass wir halt auch mal nach der Höhe gucken konnten. Wir haben ja die Möglichkeit hier, oder wir müssen ja aufgrund der Gegebenheiten hier unten, ihr seht es, einen Abstand zur Wand überbrücken. Und gleichzeitig, ich kann ja mal einmal das Brett hier hinhalten, musste ich auch nochmal überprüfen, wie das dann mit der Höhe passt. So, dass wenn die Arbeitsplatte drauf kommt, dass das vom Fenster halt immer noch ein leichtes Gefälle zur Arbeitsplatte hin hat. Und das passt Gott sei Dank alles. Ja, das habe ich auf jeden Fall schon mal ausgelegt. Und ja, eigentlich wollte ich den Schrank noch aufbauen, aber ich muss mal gucken, ob ich das heute noch schaffe. Es ist ja auch schon relativ spät, gleich um 3. Und ja, ich wollte eventuell noch eine Fensterbank fertig machen. Da gehen wir jetzt mal als allererstes hin. Die zeige ich euch dann jetzt auch mal. Oh Gott, ich hoffe, das wackelt nicht allzu sehr. Und zwar würde ich ganz gerne hier vorne die Fensterbank noch fertig machen, damit wir halt nächste Woche hier anfangen können zu tapezieren und auch die Treppe aufzuarbeiten. Also die Aufarbeitung der Treppe ist ja praktisch schon in vollem Gange. Habt ihr ja im letzten Vlog schon gesehen. Jetzt werden als nächstes halt die Pfosten aufgestellt. Dann wird das hier gespachtelt. Auch die Stufen und so. Alles nochmal mit einem Leim-Holzgemisch. Ja, dann kommen hier die Bretter drauf und dann wird das Ganze angepinselt und dann kommt die gedrechselte Stäbe rein und so weiter und so fort. Und ja, damit das halt alles funktioniert mit dem Tapezieren, muss ich halt auch die Fensterleibung von innen streichen praktisch und dann eine Fensterbank reinmachen. Die soll halt genauso sein wie hier vorne im Esszimmer vom Stil her. Ich habe dafür auch schon Leisten zur Seite gelegt. Also praktisch genau so eine Fensterbank. Nur ein kleines Stück tiefer kommt dann dort vorne auch hin mit den alten Dielen hier aus der Küche. Und ja, den alten Scheuerleisten und so wiederverwendet. Genauso soll das im Prinzip dort auch werden. Ja. So, und dann, wenn wir schon mal hier sind, mache ich auch direkt mal Licht an und die Tür zum Badezimmer zu. Denn ja, hier im Raum ist es auch weitergegangen. Ich schwenke mal einmal rum, ich hoffe, es auffällt. So im ersten Moment wahrscheinlich nicht. Aber die Leute, die auf Instagram sind, die werden es wissen. Tada! Es ist ein Fußboden reingekommen. Es fehlen natürlich noch die Scheuerleisten und die Übergänge. Aber es ist ein Fußboden reingekommen, liebe Leute. Ich schwenke mal rüber. Ups, so, schaut euch das an. Da kommen dann überall noch die Scheuerleisten ran. Extra ein bisschen Platz gelassen, damit der Vinylfußboden, Klickvinyl ist das, das wird dann ja sich noch immer mal ein bisschen ausdehnen und zusammenziehen. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Ich finde, das kann sich doch schon durchaus sehen lassen. Ja, da kommen wie gesagt dann noch die Edelstahlleisten drüber. Die werden dann fest verschraubt, genauso wie der Übergang zum Bad. Ja, und ich denke, das sieht doch schon ganz schön aus, liebe Leute. Vor allen Dingen auch richtig wohnlich, so langsam mit den ganzen Pflänzchen und den Gardinen, die dann halt so langsam dazukommen. Um die kümmert sich ja Schwiegermutter hauptsächlich. Sie hat ja damals die ganzen Gardinen alle mitgenommen, die wir hier im Haus halt auch schon hatten in den Fenstern. Hat die halt dementsprechend gewaschen und für uns aufbewahrt. Ja, und dementsprechend ist das Ganze jetzt schon relativ wohnlich, weil wir nicht so viele Gardinen kaufen müssen, weil sie sich halt um alles gekümmert hat.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hier als erstes anfangen soll. Ich glaube, eine der größten Veränderungen seht ihr hier, liebe Leute. Der Waschtisch. Schwiegervater hat den Spiegel aufgearbeitet. Also der wäre ja sonst zu hoch gewesen für den Raum hier. Hat den aufgearbeitet und hat den praktisch unten abschneiden lassen. Und wir haben dann hier drin, haben wir jetzt ausgeschnitten, müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, die Steckdose. Das wird dann hier noch mit einer Leiste schön ausgearbeitet. Ja, aber das ist doch einwandfrei, oder, liebe Leute? Ich schwenke mal einmal rüber. Guckt euch das an. Das kann sich doch sehen lassen. Hier vorne auch hatten sie letztes Mal bei einem Laden im Angebot zufällig so Seifenspender und Zahnputzbecher mit Holz und Granit in der Kombination, wie hier außen halt auch, hat Sarah dann sofort zugeschlagen. Der Boden ist schon wieder staubig. Ja, aber ich denke, das sieht doch klasse aus, oder? Hier oben sind noch goldene Winkel, die werden wir dann noch kaschieren. Da kommt noch eine weiße Kappe drauf. Aber so alles in allem, hallo, jetzt seht ihr auch, dass ich mit dem Handy am Filmen bin. Nicht mit einer Kamera. Einwandfrei. Ja, das kann sich dann halt sehen lassen. Und das Ganze dann mit Beleuchtung. Einmal kann man dann hier zuschalten, hier vorne an der Steckdose. Dort, das ist dann der Schalter, der jetzt angekippt ist, der daneben ist für die Lüftung, Dusche und Hauptlicht. Ja, das kann man dann hier einstellen. Dann hat man hier halt auch nochmal die Möglichkeit, das separat nochmal zu steuern. Die Steckdose hier ist dann auch aus, wenn man den Hauptstrom hier halt wegnimmt. Und dann ist auf der Steckdose hier oben zum Beispiel auch kein Strom drauf. Ja. Und ja, da eine Steckdose, wie gesagt, hier drin eine Steckdose und später fürs Regal dort oben auch noch zwei Steckdosen. War auch eine interessante Idee, an der Toilette oben zwei Steckdosen anzubringen, aber naja. So, okay, und hier geht es natürlich jetzt weiter. Liebe Leute, hier hat nämlich Schwiegermutter heute die Gardinen aufgehängt und ja, wir haben passend dazu noch ein Tischchen oben auf dem Speicher gehabt. Das ist hier unten runtergekommen und jetzt stehen hier auch schon so ein paar Pflänzchen. Die zeige ich euch dann jetzt auch mal. So, schaut euch das mal an hier. Sieht das nicht schon schön aus? Das kann sich doch sehen lassen. Vor allen Dingen wird der Nachbar sich jetzt auch freuen, dass wenn die sind dort immer im Garten und die Fenster hier waren schon super staubig. Die habe ich jetzt vor ein paar Tagen schon sauber gemacht. Und jetzt hängen Gardinen dran, es steht eine Pflanze, sieht halt auch schon richtig bewohnt aus. Ja, und dann schwenken wir hier direkt mal einmal rüber. Und da sieht man auch schon das andere Fenster. Leider bekomme ich die Gardine nicht so perfekt drauf. Aber das sieht doch einwandfrei aus. Hier ist natürlich noch, das muss noch gestrichen werden, das kommt jetzt hier im Sommer. Werden wir das Ganze streichen, aber so lange wird das dann halt nur so gehen. Und dann kommen wir hier zu dem Tischchen, was kurioserweise fast perfekt dort in die Ecke passt. Und da haben wir jetzt unsere Monstera, die wir ganz aufwendig wieder hochgepäppelt haben. Die hatte nämlich ihre gesamten Blätter verloren vor etwas über einem Jahr, glaube ich. Ja, mit diesen roten Milben halt. Und wir dachten, die kommt nicht durch, aber die berappelt sich und die Blätter, die werden immer größer. Ja, muss ich dann im Sommer auch mal irgendwann umtopfen, oder Sarah? Ja, ich finde, das sieht doch klasse aus, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist mal was ganz anderes, wenn man es jetzt so sieht. So hier auf den fertigen Endresultat quasi. Ja. Also ich finde, das ist mal was ganz anderes jetzt, als wenn das hier immer so eine Baustelle ist und man hat immer gesehen, man muss noch was machen, man muss noch was machen. Jetzt ist es
So gut wie fertig. Also es gibt ja, wie gesagt, das Fenster muss noch gemacht werden. Dann habe ich hier oben die kleinen Ausfachungen auch noch nicht mit Silikon gemacht. Das ist nämlich das gewesen, was ich gestern gemacht habe. Könnt ihr ja mal schauen hier. Ich habe überall eine Silikonkante gezogen. Das war ja alles noch offen. Überall im ganzen Bad, oben an der Decke entlang. Da kann man es schön sehen. Kriegt ein Klempner wahrscheinlich auch ein bisschen sauberer hin. Ja. Und dann halt auch die Badewanne. Dort den Abschluss. Einmal herum. Hier alles zugemacht. Ja. Hier im Fenster. Halt auch dort einmal rum. Die Stöße von den Glasbausteinen. Ja, und dann halt auch hier unten komplett. Überall Silikonfuge. Hier halt auch. Und das war halt eine ganze Menge Arbeit, liebe Leute. Da müsst ihr euch echt Zeit für nehmen, wenn ihr sowas macht oder sowas vorhabt, selber zu machen. Das ist auch alles. Hier habe ich gar nicht mehr eingeschlemmt. Das war Schwiegervaters Idee. Er sagte, warum machst du die Fugen nicht einfach direkt mit Silikon zu? Kostet ein bisschen mehr Material. Aber der Vorteil ist, wir können jederzeit dort noch mal ein bisschen besser ran. Vielleicht, wenn dort mal was sein sollte, dass wir dort an den Abfluss und so ran müssen, dann kann man vielleicht die Fliesen auch in dem ganzen Stück noch wieder runter retten. Aber wir haben zur Not auch noch Ersatzfliesen und deswegen nicht. Ja, hier auch. Habe ich auch überall. Das war ja auch immer so ein Ding, dass es offen war und so Silikonfuge drumherum gezogen. Das gleiche natürlich auch hier in der Dusche. Oben einmal schön sauber Silikonfuge. Das Ganze bei dem Fenster hier natürlich auch noch von innen. Kleinen Fenster, alles. Das Einzige, was ich jetzt habe offen gelassen, wo ich dachte, das ist vielleicht besser, um dort das sauber zu halten, vielleicht auch gegen Schimmel und so, habe ich halt hier die Fugen, die sind halt komplett eingeschlemmt und hier unten auch. Ich denke, das ist pflegeleichter, wenn das einfach aufbleibt. Und deswegen habe ich mich jetzt erstmal dafür entschieden, dort keine Silikonfuge zu machen. Man kann es immer noch machen, nichts ist dafür zu spät. Ach so, und hier sieht man, da fehlt natürlich noch eine Leiste. Die haben wir heute zurechtgeschnitten. Die hat Schwiegermama mitgenommen und wird die jetzt weiß streichen. Und dann können wir die hier beim nächsten Mal halt anschrauben. Und dann ja, sind wir eigentlich fertig. Also ich bin echt froh. Also es ist wirklich mal was ganz anderes, wenn man das so sieht, wenn es fertig ist und Leute, das Badezimmer. Warte mal, ich mache mal einen kleinen Cut hier. So, ja, ich finde auf jeden Fall, das sieht nochmal ganz anders aus. Ihr könnt es ja mal hier so ein bisschen erahnen, wie wohnlich das jetzt alles langsam wird. Und ja, das macht halt unglaublich viel Spaß gerade auch im Moment. Da vergisst man auch schnell mal seine Schmerzen zwischendurch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ja, es ist einfach unglaublich. Also ich denke mal 2 Wochen noch. 2 bis 4 Wochen, dann ist der Flurbereich hier vorne auch so weit fertig, dass wir ja umziehen können. Wie gesagt, also es ist
Es ist wirklich mal zum allerersten Mal so richtig realistisch. Und ja, ich denke, das wird nicht mehr lange dauern. Ich habe es ja im letzten Vlog auch schon gesagt, ich denke 4 bis 6 Wochen, dann sind wir hier drin und dann sind wir drüben raus. Ja. Ich habe mich halt nur diese Woche über noch nicht wirklich komplett damit befasst, einen Umzugsunternehmer zu organisieren, aber ich denke mal so innerhalb von 4 Wochen jemanden zu bekommen, das wird hier in der Gegend auch nicht so schwer sein. Und ja, so haben wir dann halt noch ein bisschen Zeit. Nächste Woche, wie gesagt, nach Ostern, wir machen jetzt über Ostern eine längere Pause, dann geht's halt richtig ran, dann, ja, was die Fleißarbeiten, das Basteln halt angeht. Schwiegervater kümmert sich um die Treppe, ich werde den Gipskarton dort schleifen, dann werde ich das Ganze grundieren und ja, dann werden wir dort zusammen tapezieren wahrscheinlich, also, ne, dann einmal runter rüber und dann ist der Flur fertig. Und sobald der Flur fertig ist, kann der Fußboden rein und dann ist dieser Bereich, ist praktisch das Erdgeschoss mit dem Obergeschoss verbunden und wir haben alles, was wir brauchen, um hier zu wohnen, vor Ort und die restlichen Renovierarbeiten im Wohnzimmer und hinten Sportzimmer und. Das geht dann weiter, sobald wir hier eingezogen sind. Ja. Naja, auf jeden Fall, liebe Leute, ich möchte dann jetzt auch mal zum Ende kommen. Ich glaube, so viel Gerede ist dann nachher auch zu langweilig. Ja, wir werden jetzt über Ostern auf jeden Fall eine etwas längere Pause machen die nächsten Tage und nehmen uns da eine kleine Auszeit. Und in dem Sinne wünschen wir euch ein sehr, sehr ruhiges, schönes, glückliches Osterfest. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so an Ostern so macht. Es kann sein, dass ich hier mal nebenbei dann mal reingucke, wenn wir dann hier beim Haus sind und vielleicht auf den einen oder anderen Kommentar dann antworte. Ja, und ansonsten frohe Ostern und wir sehen uns nächste Woche.